und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Josie und heute packen wir gemeinsam ein Avel-Paket aus. Ihr könnt mir jetzt auch schon mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal bei Avel bestellt habt. Und ja, was also eure Erfahrungen waren. Vielleicht habt ihr es auch schon öfter gemacht, weil ich mache das regelmäßig. Ja, schreibt mir da gerne mal eure Meinung zu in die Kommentare. Ich habe das erste Mal bei Avel bestellt. Kurz als Erklärung für die von euch, die es vielleicht nicht kennen. Avel ist eine Seite, auf der man Bücher bestellen kann. Man hat ja die Möglichkeit, ganz normal alle möglichen Bücher zu kaufen. Aber das Besondere ist eben, dass es auch reduzierte Bücher gibt. Und zwar Mängelexemplare. Vielleicht wisst ihr, es gibt in Deutschland die Buchpreisbindung. Das heißt, man kann neue Bücher nicht einfach so im Geschäft reduzieren. Das ist auch der Grund dafür, weshalb jedes Buch überall gleich viel kostet. Was umso mehr dafür spricht, den lokalen Buchhandel zu unterstützen, weil auf Amazon und so gibt es die Bücher nicht günstiger. Aber wenn dann Bücher eben als Mängelexemplare ausgezeichnet werden, dann werden die eben vergünstigt verkauft. Und Avel verkauft diese Bücher. Ich hatte bisher schon bei Rebuy und Medimops bestellt. Das sind Seiten, wo man gebrauchte Bücher weiterverkaufen kann. Das sind aber eben neue Bücher, die jedoch Mängelexemplare sind. So, genug zur Erklärung. Und genau, ich wurde tatsächlich so ein bisschen angefixt von einigen Videos von Ricarda von Cardis Corner. Nicht, weil sie bei Avel bestellt hat, sondern weil sie über Bücher gesprochen hat, die mich interessiert haben. Und dann habe ich mir gedacht, ich schaue einfach mal, was es da bei Avel gibt. Und tatsächlich gab es dann da ein bisschen was und dann dachte ich, gut, dann probiere ich das mal aus. Ich habe das Paket schon aufgemacht und habe auch schon mal einen Blick reingeworfen, aber die habe ich noch nicht ausgepackt, das machen wir jetzt zusammen. So sieht das Ganze aus. Ich mache erstmal das ganze Filmmaterial weg. Ich habe 6 oder 7 Bücher, glaube ich, bestellt. Auf jeden Fall genug, damit ich über den Mindestbestellwert komme, quasi damit es versandkostenfrei ist. Also ich habe so etwa 30 Euro bezahlt. Und genau, also ich sehe schon, also jetzt liegen die Bücher hier so drin. Das sind 7 Bücher. Genau, und ich fange einfach mal mit dem ersten hier an. Das ist so ein ganz kleines Buch hier. Ich hoffe, es fokussiert. Ja, das hat irgendwie 100 Seiten, meine ich. Genau, das habe ich auch bei Kader in mehreren Videos jetzt schon gesehen. Das Buch habe ich tatsächlich am Ende noch dazu gepackt, damit ich über 30 Euro komme, weil es hat irgendwie nur so 1,60, glaube ich, gekostet. Und ja, ich finde, das ist eine spannende Zeit. Ich sehe auch, es ist eigentlich ganz nett aufgemacht, immer mal wieder mit so kleinen Kästchen und Bildern. Genau, also ich denke mal, das werde ich jetzt auch recht schnell durchlesen, aber ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und genau, das hat halt hier zum Beispiel so ein Mängelexemplarstempel. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber genau, Buch Nummer 1. Dann geht es weiter mit einem Hardcover. Das hier. Das ist Im Herzen der Gewalt von Edouard Louis oder so. Er ist Franzose, aber ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Und zwar ist das ein autobiografischer Roman und es geht um die Geschehnisse einer dramatischen Nacht. Und zwar lernt der Autor einen Mann kennen, irgendwann abends in Paris, und die beiden gehen zusammen nach Hause, verbringen die Nacht miteinander. Gegen 6 Uhr morgens zog er eine Waffe und sagte, er werde mich töten. Genau, also weiß nicht so viel darüber. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ein neueres Buch des Autors oder ein neues Buch des Autors bei Papierstopp Podcast vorgestellt wurde, und dann wollte ich mir den Autor mal anschauen und bin auf dieses Buch hier gestoßen. Und ja, da bin ich gespannt drauf. Das ist auch nicht so arg dick. Hat so gut 200 Seiten. Genau, hat hier auch so einen ganz kleinen Mängelexemplarstempel und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr neugierig. Dann machen wir weiter. Ich kann das hier einfach mal von unten raus. Das war der Grund, weshalb ich bei Avel quasi bestellt habe. Oder ich habe die Bücher da gesehen und dachte dann so, ja, das mache ich. Und zwar ist das hier so ein Buchpaket. Genau, bei Avel werden auch manchmal Buchpakete angeboten. Das heißt, man kann dann da eine ganze Reihe kaufen oder ja, mehrere Bücher, die so aus demselben Genre sind, werden dann zusammen als Paket verkauft. Und hier ist ein Gummi drum. Und die Bücher sind Escape und Hide. Von denen habe ich tatsächlich halt außerhalb von Ricardas Videos noch nie was, glaube ich, gehört. Aber ich weiß, dass das so, ich glaube, Jugendbücher sind, die sie in ihrer Jugend sehr gern mochte. Und dann hat mich das irgendwie sehr neugierig gemacht, wenn sie darüber geredet hat.
Und dann habe ich mir die bestellt. Und hier geht es irgendwie, steht jetzt hinten gar nichts drauf, aber soweit ich mich erinnere, geht es hier um ein Mädchen, eine junge Frau. Und ihr Vater hat irgendwie in seinem Keller irgendwelche Menschen eingesperrt, an denen er Experimente, glaube ich, durchführt. Und dann wollen die fliehen und ich glaube, die Tochter, also die Protagonistin flieht dann mit ihnen oder so. Ich weiß nicht so genau, soll auf jeden Fall spannend sein. Und ja, ich lese ja immer mal wieder ganz gern so spannende Jugendbücher und ja, freue mich da jetzt echt drauf und finde es echt sehr cool, dass ich die auf Avell entdeckt habe. Genau, ihr habt es wahrscheinlich mittlerweile schon gemerkt, ich blende euch hier irgendwo die Preise immer ein. Die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Wobei die Preise auch sich auch ändern. Also ich glaube, ich habe noch bestellt, als es da so ein, wie hieß es nochmal, Black Friday Rabatt oder so gab, weil ich habe jetzt die Tage nochmal geguckt, manche Bücher gab es da dann schon gar nicht mehr, manche waren wieder teurer. Also genau, das ist halt das, was ich bezahlt habe, aber bedeutet jetzt nicht, dass ihr die Bücher dafür denselben Preis unbedingt bekommt. Ihr könnt einfach mal schauen, was es da gibt, ob es da noch gibt, falls euch irgendwas aus diesem Video interessiert. Und dann habe ich hier als letztes drei Bücher, die so ein bisschen, also ich habe eins von diesen Büchern angezeigt bekommen und dann dachte ich so, wow, es gibt Bücher aus dieser Reihe, aus diesem Verlag, schaue ich mal weiter. Das erste, was ich hier habe, ist Sturmhöhe von Emily Brontë aus dem Reklamverlag in so einer sehr schönen Ausgabe. Die Kamera ist so weit weg, dass ich auf dem Bildschirm nicht erkennen kann, ob es fokussiert. Sturmhöhe sagt vielleicht einigen von euch, was es ist. Ich glaube, der einzige Roman von Emily Brontë, also einer der Brontë-Schwestern. Und es soll so ein bisschen ein, also es ist ein Liebesroman wohl, aber eher so ein bisschen düster, glaube ich. Eine leidenschaftliche Liebes- und Rachegeschichte, die in der rauen Landschaft des englischen Yorkshire spielt. Eine Gegend so stürmisch wie die Gefühle der beiden Hauptfiguren. Ich hatte das Buch auch schon mal auf Englisch und habe es dann wieder aussortiert, weil ich habe es mehrfach angefangen und nee, bin da irgendwie nicht reingekommen. Und ich habe das, glaube ich, sogar auch zu Hause in so einer normalen gelben Reklamausgabe. Und die ist, das ist so mini klein geschrieben und also, wenn ich so ein Buch lesen will, dann brauche ich eine Ausgabe, die angenehm zu lesen ist. Und genau, dann habe ich die hier gesehen. Ich finde die sowieso super schön. Also ich hatte die echt schon lange auf dem Schirm und habe die dann mitgenommen. Und dann habe ich eben geguckt, was es aus diesen, von diesen schönen Reklam-Ausgaben, also von Reklam kennt man ja immer diese kleinen gelben Heftchen, was es von diesen schönen Ausgaben da noch gibt. Und dann habe ich noch zwei andere Bücher gefunden, die mich angesprochen haben. Und zwar einmal, oh, das war knickt. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich das war. Ups. Auf jeden Fall einmal die Morde in der in der Straße und andere Erzählungen von Edgar Allan Poe. Genau, so sieht das aus. Und ja, also hier sind, glaube ich, 21 Kurzgeschichten drin. Vielleicht auch nicht, es gibt kein Inhaltsverzeichnis. Jedenfalls dachte ich, mit so einer Kurzgeschichtensammlung kann man auch nichts falsch machen. Ich habe noch nie was von Edgar Allan Poe gelesen, hoffe aber natürlich, dass mir das irgendwie einigermaßen gefallen wird. Und wie gesagt, ich lese nicht so häufig Kurzgeschichten, aber eigentlich finde ich es eine ganz coole Idee, wenn man dann immer mal wieder was darin lesen kann. Und ja, ich fand eben auch diese Ausgabe sehr schön. Und das letzte Buch ist auch noch so eine Ausgabe und ich lasse mal den Karton hier weg. Und zwar ist das Die Welt von gestern von Stefan Zweig. Hier finde ich auch das Cover echt richtig cool, weil man sieht hier so, ich schätze mal Wien. spielt, glaube ich, auf jeden Fall in Wien. Und zwar habe ich, da werde ich auch noch demnächst mal wieder drüber reden in einem Video, vor kurzem die Schachnovelle von Stefan Zweig gelesen und ich habe es geliebt. Also richtig, richtig guter Klassiker. Und das hier erzählt, glaube ich, so ein bisschen über, ja, von der Kindheit und Jugend Stefan Zweigs, also quasi seine eigene Geschichte. Ich wusste auch nicht, dass das so dick ist, ehrlich gesagt. Ist auch ein bisschen dreckig, aber egal. Ja, ich wusste nicht, dass es so dick ist. Aber ich fand halt auch Stefan Zweigs Schreibstil in der Schachnovelle richtig angenehm und dachte, ja, kann ich auch mal da reinlesen. Ich glaube, das ist so ein Buch, das wird ein bisschen lang auf meinem Sub liegen, aber ja, mich hat es auf jeden Fall angesprochen und ich fand einfach das Cover so schön und ich dachte, von Stefan Zweig probiere ich nochmal was aus. Und damit hätten wir dann hier einmal alle 7 Bücher. Genau. Ich bin auf alle neugierig. Ich denke, manche werden schneller gelesen als andere, aber ein volles Bücherregal ist einfach was Schönes. Und ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr eins dieser Bücher schon gelesen habt. Genau, das würde mich sehr interessieren, wie eure Meinung dann dazu war. Oder wie gesagt, erzählt mir auch sehr gern, ob ihr schon mal bei Avell bestellt habt und was da so eure Erfahrungen waren. Und damit wären wir dann am Ende des Videos angekommen.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.